Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir sind auf der IWA 2024 und wir sind am Stand von Anschütz. Anschütz dürfte ja den meisten wahrscheinlich bekannt sein als Produzent von herausragenden Biathlon- und Kleinkaliberwaffen, aber natürlich auch im Luftgewehrsegment sind sie top vertreten. Nun steigt Anschütz oder steigen auch schon länger mittlerweile in den Großkalibermarkt ein und jetzt auch in den Markt für PRS-Waffen. Hier haben wir jetzt das Modell 1782 APR in einer ziemlich ausgemaxten Konfiguration. Da ist wirklich alles dran, was das Herz begehrt. Eingebettet in einen MDT ACC Chassis mit Wings und einem ordentlich beefy Fortmeyer Zweibein haben wir hier das Kernstück, und zwar das Anschütz-System mit hauseigenem Lauf. Das, was Anschütz schon immer wirklich besonders gemacht hat, das war einfach die Fertigung der Systeme, der wunderbare Verschlussgang, seidenweich und die herausragenden Läufe. Das ist auch, sagt Anschütz, einer der Gründe, warum die Waffen besonders in eisigen Temperaturen wirklich top schießen, weil die nicht künstlich gealtert oder gereift werden, sondern die sind wirklich noch hinter den Hallen gelegen, über Jahre hinweg und haben Wind und Wetter mitgemacht, sind top entspannt und die funktionieren wirklich immer. Eingebaut hier in das System ist eine Picatinny-Schiene, die ist nicht aufgeklebt oder verschraubt, sondern die ist voll ins System hineingefräst und hat 20 MOA Vorneigung. Wirklich herausragend, wie wir es auch schon angesprochen haben, sind die Abzüge von Anschütz. Die sind so gut, dass tatsächlich in den Kleinkaliber- und in den Großkaliberwaffen dieselben Abzüge verbaut werden, nur die Abzugsschuhe ändern sich. Diese Abzüge sind voll justierbar im Vorzug, im Druckpunkt, auch im Abzugsgewicht natürlich, von besonders leicht nach besonders schwer, aber die Sicherheit ist immer gegeben. Auch der Overtravel lässt sich super einstellen, sodass der Abzug nicht durchfällt, nachdem er bricht. Ein ganz großes Kriterium, gerade eben im Bereich PRS, wo schnell geschossen und schnell repetiert werden muss, das ist, dass selbst wenn der Abzug fein eingestellt ist und ich hau den Verschluss mit Schmackes zu, der bricht nicht. Absolute Sicherheit ist immer gegeben bei einer herausragenden Charakteristik. Hier sieht man jetzt, wir haben einen leichten Vorzug von vielleicht 2-3 mm, dann bleibt er stehen und der Abzug bricht. Während derselbe Abzug hier hinten in diesem FDI-Modell eingestellt ist wie ein Single-Stage-Abzug, steht ohne Vorzug und bricht auch wie Glas, in diesem Fall mit etwas Overtravel. Interessant ist, wir wussten nicht, dass sie da sind, aber wir haben sie hier am Stand getroffen. An der Mündung eben dieser schwarzen APR befindet sich eine Sinusbremse. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine stinknormale Mündungsbremse mit drei Kammern, sondern um einen sogenannten Barrel Tuner. Die Barrel Tuner kommen in ganz unterschiedlichen Ausführungen und verfügen alle über eine gewisse Kaliber-Range, in der sie eingesetzt werden können. Hier sieht man bis Kaliber 338. Dann gibt es jetzt den neuen, der geht auch bis Kaliber 338, aber ist besonders auch geeignet für 22 Long Rifle. Hier geht es vor allem darum, dass die verstellbare Hülse länger ist. Das heißt, ich kann mehr Masse nach vorne bringen, da einfach die Schwingungsknoten bei 22 Long Rifle schwerer zu erreichen sind. Für die Leute, die gerne groß im Geschäft sind, haben wir hier einen richtigen Behemoth, eine Vierkammer-Mündungsbremse bis Kaliber 50 BMG. Die macht schon tatsächlich was her, die kann man auch mal durch ein Fenster schmeißen, wenn es unbedingt brennt. Eingebaut, wie bei allem, finden wir on top eine Dosenlibelle. Das heißt, ich richte meine Waffe zum Beispiel auf der Picatinny-Schiene liegend mit einer Wasserwaage direkt ins Wasser aus, kann die Mündungsbremse aufsetzen, richte die Mündungsbremse oder den Barrel-Tuner dann mit der Dosenlibelle ins Wasser aus und kann ihn dann über Madenschrauben justieren. Somit gehe ich sicher, dass alle Kammern perfekt in Waage stehen und die Waffe sich im Rückstoß nicht seitlich verzieht oder vor allem auch der Lauf sich nicht seitlich verdrücken kann. Das zeige ich euch jetzt hier an der 50 BMG Bremse. Das ist aber eigentlich bei allen identisch, nur dass die kleineren Bremsen nur über drei Kammern verfügen. Die verfügen allerdings auch oben pro Kammer noch über zwei Bohrungen, die mit Madenschrauben verschlossen sind, durch die dann auch der Gasdruck nach oben hin reguliert werden kann. Clever gelöst ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, diese Barrel Tuner, die Sinus Break, an unterschiedlichste Laufgewinde anzupassen. Hierbei mitgeliefert werden Gewindebuchsen, einmal in zylindrischer Form für richtig dicke, fette Achsen,
und einmal in konischer Form. Wenn der Übergang schön gestaltet werden soll, wenn ich zum Beispiel ein bisschen dünneren Lauf habe, in den unterschiedlichsten Gewinden. Ich schraube praktisch nur diesen Adapter auf und kann dann über das Feingewinde die Sinus Break ausrichten und festziehen. Das war es jetzt hier von uns vom Anschlussstand auf der IWA 2024. Denkt dran, schaut auch mal bei All for Shooters vorbei und lasst auch Enforce Tech TV nicht hinten runter. Da gibt es viele Informationen von Polizei und Militär. Wir sind raus und sehen uns beim nächsten Mal.